Ein jeder, der regelmäßig einen Supermarkt besucht oder regelmäßig an der Tanke sein Auto betankt, wird es gemerkt haben. Alles ist echt teuer geworden. Und nicht nur bei euch in Deutschland, Schweiz, Österreich, hier in Thailand sieht das nicht anders aus. Frage ist natürlich, sind das wirklich nur Konzerne oder die Ketten, die Supermärkte, die sich bereichern auf einmal? Oder welche Gründe hat das? Das versuchen wir in diesem Video hier aus Thailand zu klären. Also bis gleich. Moin Leute und somit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf dem Channel hier aus Thailand von Chokdi Thailand. Ja, erstmal vorweg ein dickes Dankeschön, so eure reichliche Beteiligung. Ich habe ja vor ein paar Tagen ein Video gemacht zum Thema Inflation, Preissteigerung, wo ich halt so ein bisschen aufgezeigt habe, dass es nicht nur bei euch in Deutschland oder Europa alle Dinge teurer geworden sind, sondern definitiv hier in Thailand auch. Für die Leute, die es nicht kennen, gibt es hier das Video nochmal zum Anklicken. Unter meinem besagten vorletzten Video gab es auch so ein paar Kommentare und Stimmen, wo Leute dann auch gemeint haben, das ist nur Abzocke, da wollen sich nur die Konzerne oder auch die Supermärkte bereichern. Ist das wirklich so oder welche Gründe hat das wirklich, dass halt nicht nur Deutschland, Europa, sondern weltweit die Sachen immer teurer werden? Zu diesem Thema habe ich vor ein paar Tagen einen ganz interessanten Kurzbericht alleine zum Thema Mehlpreis, ne? Und das ist ja ein großes Thema. Das ist ja nicht nur für die Leute, die Mehl kaufen, sondern auch Pizza essen, Backwaren kaufen. Das ist ja so eine riesengroße Produktpalette, wo der Preis halt quasi dran gebunden ist und so weiter. Vom MDR gesehen, bevor ich da gleich ein paar Videos oder ein paar Einspieler hier in dieses Video reinspiele, so ein bisschen muss ich auch gestehen, ich komme ja ein bisschen aus der Branche. Ich habe ja im Handel gelernt, obwohl ich Metzger gelernt habe. Ich habe ja Metzger gelernt, Fachrichtung Verkauf, sprich ich habe natürlich auch diese ganzen Verkaufskalkulationen, Einkauf, diese ganzen Sachen gelernt und ich habe auch in diesem Bereich mehrere Jahre gearbeitet. Ich habe bei der Rewe gelernt und habe da auch ein paar Jahre gearbeitet, aber die meiste Zeit habe ich bei Real, quasi auch im Handel, gearbeitet und da kann ich euch definitiv sagen, dass wirklich halt gerade diese Einzelhandelsketten, diese Einzelhandelsunternehmen, nicht unbedingt halt die Firmen sind, auch gerade in Deutschland oder in dem Bereich, die fette Gewinne einfahren. Nicht umsonst ist mein ehemaliger Arbeitgeber die Realkette von dem Hauptkonzern der Metro, wo halt wir uns Jahre drin befunden haben, abgestoßen worden, weil halt das halt quasi eine Zweiggesellschaft ist, die Realkette gewesen über Jahre, die halt viel zu wenig oder eher keine schwarzen, sondern roten Zahlen produziert hat. Daran kann man auch sehen, dass halt wirklich der Einzelhandel nicht unbedingt halt eine Branche ist, die fette Gewinne einfährt. Das wollte ich nur mal kurz erwähnen. Also wie gesagt, ich habe natürlich auch in den Jahren, wo ich da gearbeitet habe, viel halt selber halt Sachen bestellt, eingekauft und da habe ich natürlich auch in meiner Position gesehen halt, für welche Preise werden die Sachen da verkauft oder auch eingekauft und wie sind da die Margen, was verdient da überhaupt der einzelne Konzern quasi oder der einzelne Supermarkt. So, genug erstmal von mir, jetzt gibt es erstmal den Einspieler vom MDR. Konrad Zitzmann ist Müller in vierter Generation. Sein Urgroßvater hatte 1898 die Mühle in Ingersleben gegründet. So eine Situation wie heute habe er noch nicht erlebt, sagt der 66-Jährige. Allerdings stellt er auch klar, es gibt in Deutschland keine Getreideknappheit und damit auch genügend Mehl. Es gibt sogar eine Überproduktion an Getreide, aber in der Krise bestimmen andere die Preise. Weiß ich, der Getreidepreis und den Marktpreis an der Börse und an der Motiv orientiert. Wir bekommen ja glashart für das uns zugesagte Getreide andere Preise, neue Preise. Matif ist die französische Terminbörse für Weizen.
Die Mühle in Ingersleben verarbeitet an 6 Wochentagen im Wechsel täglich etwa 100 Tonnen Weizen, 60 Tonnen Roggen oder auch Dinkel zu Mehl. Allein der Preis für Weizen ist gegenüber dem letzten Jahr enorm gestiegen. Hat vor einem Jahr eine Tonne noch ca. 200 Euro gekostet, beträgt ihr aktueller Preis heute ca. 410 Euro. Aber nicht nur die doppelt so hohen Getreidepreise wiegen für die Mühle schwer, auch die enormen Energiekosten. Vor einem Jahr haben sie noch 18.000 Euro im Monat betragen, jetzt sind es 36.000, fast 20.000 Euro mehr. Dazu kommen noch die hohen Spritpreise in letzter Zeit für die mühleneigene Fahrzeugflotte. Konrad Zitzmann wie auch die anderen Müller rechnen damit, dass sich das alles zeitnah auf die Preise niederschlagen wird. Wir müssen den Mehraufwand weitergeben, weil sonst hätten wir vorher keine fairen Preise gehabt. Ja, folglich wären die Preise, die sind schon angepasst worden, zum Teil, aber konkret nach Ostern absolut dieser Situation angepasst. Wie viel dann das Kilo Mehl kosten wird, steht noch nicht fest. Fest steht aber, es werden für die Verbraucher nicht nur die gemahlenen Getreidekörner deutlich teurer, denn auch die Bäckereien oder die Gastronomie, also alle, die Mehl verarbeiten, werden am Ende mit an der Preisspirale drehen müssen. Das fand ich ganz interessant, wie schon gesagt, gerade halt zum Thema Mehlpreis. Wie gesagt, das ist ja ein Bereich, der wirklich so an Lebensmitteln schon einen echt großen Bereich abdeckt. Und ja, wie ihr in den Einspieler gesehen habt, es ist natürlich so, dass heutzutage alle Preise, ob das so Rohstoffe sind oder auch Öle und irgendwelche anderen Sachen an irgendwelchen Börsen gehandelt werden, dass halt wirklich die Leute, die das quasi verkaufen, ob die Leute an der Tankstelle oder irgendwelche Supermärkte, da eigentlich fast nicht wirklich einen Einfluss drauf haben. Und was auch ganz interessant war, fand ich in der Reportage, halt, was ich ja auch in meinem letzten Video erwähnt habe, dass halt nicht nur es um Rohstoffpreise geht, sondern auch mittlerweile die Preise für Benzin, Diesel, die stark gestiegen sind und auch Energiepreise, die natürlich auch ohne Strom können keine Lebensmittel produziert werden, definitiv einen starken Einfluss auf den Endpreis haben. Und jetzt kann man natürlich sich fragen, wieso ist das alles teurer geworden? Also gerade einmal zum Thema Benzin- und Dieselpreise, klar, die sind bei euch teurer geworden in Deutschland, Europa. Hier in Thailand, das hatte ich ja in dem Video berichtet, haben die sich in den letzten wenigen Jahren fast auch schon verdoppelt hier. Und ja, jetzt können natürlich auch viele sagen, gab es ja auch ein paar Kommentare unter meinen Videos, oh, das ist ja noch relativ günstig bei euch. Aber ihr dürft eines nicht vergessen, der Thai, der hier ungefähr einen Durchschnittslohn von monatlich ungefähr 300 Euro hat, für den sind diese Preissteigerungen hier ja halbe Katastrophe, definitiv. So, zum Thema Preisentwicklung bei Kraftstoffen, Diesel, Benzin und so weiter. Blende ich euch mal eine Statistik ein, wie sich quasi der Rohölpreis in den letzten Jahren entwickelt hat. Und da kann man natürlich definitiv sehen, dass er sich halt quasi in den letzten paar Monaten oder auch in den ein, zwei Jahren auf ein sehr hohes Plateau bewegt hat. Aber man kann auch ganz cool, finde ich, in dieser Grafik sehen, dass es schon in der Vergangenheit Zeiten gab, zum Beispiel Bereich, das sieht man ja hier 2011, 2012, wo er noch viel höher war. Und jetzt blende ich auch mal eine Grafik ein, wie waren denn die Spritpreise zu diesem Zeitpunkt 2011, 2012 in Deutschland? Waren sie genauso hoch oder noch höher wie jetzt? Und das werden wir jetzt sehen, ne? Dass sie natürlich deutlich geringer waren. Und da kann man natürlich eins und eins zusammenzählen, dass vielleicht klar der hohe Kraftstoff, die hohen Kraftstoffpreise definitiv aktuell klar auch ein bisschen was damit zu tun haben, dass sich dieser Rohölpreis so ein bisschen nach oben bewegt hat. Aber natürlich auch definitiv, was damit zu tun hat, neue Ökosteuern und dieses und jenes, dass natürlich in den letzten Jahren unser guter Vater Staat da definitiv auch nochmal die Hand ein bisschen größer aufmacht. Nächstes Thema sind natürlich gesteigerte Energiepreise. Ne? Und ja, das mag natürlich auch viele Ursachen haben, aber da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, dass das natürlich aktuell, natürlich ganz aktuell ja auch einen Grund hat, ne? Der Konflikt in der Ukraine an der Grenze zu Europa aktuell, der Konflikt Russland, NATO-Länder,
was sich gerade da abspielt, dass das definitiv aktuell damit was zu tun hat. Ja, wie ich schon in meinem Video gesagt habe, wir steuern nicht auf eine Inflation zu. Wir sind eigentlich mittendrin und nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass das halt quasi das Ende der Spirale nach oben definitiv leider noch lange nicht erreicht ist. Ne? Und ich habe mich immer schon die ganzen letzten Jahre, auch schon selbst als Teenager, für solche Sachen wie Politik, Wirtschaft oder unser Finanzsystem interessiert, weil viel wird immer drüber geredet und ich finde, ich bin jetzt definitiv kein Experte, aber ich finde, man kann da auch immer nur vielleicht ein Wort verlieren, wenn man sich mit diesen ganzen Dingen so ein bisschen auseinandersetzt. Und ja, verrückte Zeit in dieser Welt, wo wir uns gerade befinden. Gerade in den letzten Monaten ist es sehr, sehr verrückt geworden. Mal gucken, wo die Reise da noch hinführt. Ne? Sicherlich, wenn jetzt quasi alles teurer wird, klar liegt das definitiv nicht nur an Energiekosten und an gestiegenen Kraftstoffpreisen. Sicherlich liegt das auch an der ganzen Lage, in der sich, finde ich, definitiv, also was ich jetzt nochmal ergänzend sage, ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ob das stimmt, will ich nicht definitiv unterstreichen. Aber man darf ja auch nicht vergessen, Inflation, wie stabil eine Währung ist, hat natürlich auch damit was zu tun, wie gesund sind die einzelnen Staaten in Europa, in den USA und so weiter. Ne? Wie hoch ist die Verschuldung der einzelnen Staaten? Und bei den USA ist es ja auch so mittlerweile in den letzten Jahren gewesen, hätten die nicht in den letzten Jahren schon etliche Male irgendwelche, Grenzen erhöht, wäre der US-amerikanische Staat ja schon mehrfach pleite gewesen. Ne? Und dann kommt ja auch noch ein Thema dazu, das finde ich so die letzten Monate, die sogenannte Corona-Pandemie. Und was haben alle Staaten ausnahmslos und gerade besonders so Staaten wie Deutschland machen müssen, die Geldmenge erhöhen müssen? Ja, was heißt denn jetzt Geldmenge erhöhen? Im Endeffekt, die Neuverschuldung sind extrem stark gestiegen, ne? Weil im Endeffekt diese ganzen Geschichten wie Hilfsgelder, Zeitarbeitsgeld und diese ganzen, das ist alles nicht von nothing. Das hat natürlich auch definitiv dazu gesorgt, dass quasi Neuverschuldung, gerade im Staat Deutschland, und ich denke mal, das wird auch in vielen, eigentlich in fast jedem mehr oder minder Staat der Welt so ein bisschen diesen Effekt gehabt haben. Neuverschuldung hat sich ganz stark erhöht. Ne? Und im Endeffekt, das bedeutet ja, dass die Geldmenge in den System erhöht wurde, stark erhöht wurde. Geldmenge in den System stark erhöht, quasi Richtung Inflation. Ich denke mal, Richtung Inflation, Rezession, Geldentwertung, da kann man also definitiv nicht behaupten, dass sich da in dem Bereich gezielt irgendwelche Konzerne bereichern. Gerade in Deutschland, wo Lebensmittel, wenn man das auf Europa bezieht, wirklich noch verhältnismäßig günstig sind. Es gibt ja kaum ein Land, ne, wenn man jetzt mal so ein bisschen auch die letzten Jahre halt ringsherum verglichen hat, wo Lebensmittel, also Food, so günstig ist, auf Europa jedenfalls bezogen, wie in Deutschland. Ne? Und wie gesagt, ich denke nicht, dass das halt irgendeinen Hauptgrund damit hat, dass das so teuer geworden ist, dass halt sich irgendwelche Konzerne fett bereichern. Definitiv, vielleicht hat das auch einen kleinen Prozentsatz, spielt das auch eine Rolle, weil Gewinn will jeder machen und leben möchte auch jeder. Und gerade umso größer die Konzerne, umso größer sind auch manchmal die Taschen, die sie sich füllen wollen. Das ist ja heutzutage so. Und aber wie gesagt, das hat definitiv andere Gründe. Einmal natürlich die letzten Monate, die Corona-Pandemie wird da definitiv, das ist so meine Meinung, ein gewisser Auslöser geworden sein. Na, der Konflikt in der Ukraine wird sicherlich da aktuell ein bisschen mit reinspielen. Und was ich auch ganz interessant fand, Richtung Rohstoffverknappung, na, wenn ihr euch an den Bericht MDR erinnert, dass da auch gesagt wurde, dass es halt so an Rohstoffmangel definitiv nicht gibt oder dass es da quasi kein großes Thema ist, sondern eher, dass es halt andere Gründe hat, dass der Markt halt das halt so gibt,
dass das halt alles viel, viel teurer geworden ist. So, das war jetzt mal nicht unbedingt ein Video zum Thema halt hier Thailand direkt, aber ich gerade nach dem Video, was auch bei euch ganz gut angekommen ist zum Thema Inflation, Geldentwertung oder wo ich dann halt erzählt habe, wie das aktuell hier in Thailand aussieht, dass das auch alles deutlich teurer geworden ist, hatte ich halt das Bedürfnis, das nochmal als kleine Ergänzung gerade zu den Kommentaren unter dem Video zu machen. Kommentiert gerne, wie seht ihr das? Seid ihr der gleichen Meinung wie ich? Oder habt ihr eine andere Meinung zu dem Thema? Packt das auch gerne in die Kommentare, da freue ich mich auch sehr drüber. So, das zu dem Thema. Heute mal ein Video ohne die Mai. Die war bis eben auch die ganze Zeit beschäftigt und hat, da ist sie, ein Livestream gemacht. You make Livestream, ne? Yes. Guckt euch mal an, wie kaputt die aussieht. How many Livestream? How many? 2 hours. 2 hours. Ja, ja, da müsste manchmal Frau sein. Also das könnte ich definitiv nicht alleine die ganze Zeit nur so zu schwabbeln. Da bin ich einfach zu sehr Mann. Das liegt mir wahrscheinlich nicht in den Genen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst für mich einen dicken Daumen da für das Video. Ja, bis zum nächsten Mal auf den Channel von Peace, Love and Rock'n'Roll. Kommentiert fleißig, wie gesagt, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Macht's gut. Abschalten. Ja.